Guten Tag. Heute treffe ich mich mit Frank Meyer, erfolgreicher Oberbürgermeister in Krefeld. Ganz toll fand ich, als ich gerade gesehen habe, dass du schon die U16-Wahlen gewonnen hast. Und das ist natürlich sensationell vor dem grünen Kandidaten, obwohl normalerweise die Grünen ja immer bei den Jugendlichen vorne sind. Also das hat mich sehr beeindruckt. Was hast du gemacht, damit die Jugendlichen von dir begeistert sind? Naja, wir haben halt in den letzten Jahren viel für die Schulen getan und ich glaube, das ist auch bei einigen angekommen. Wir haben, da ich ja auch Kulturdezernent bin, einen ganz großen Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche im Zugang zur Kultur gelegt. Und ja, ich bin halt viel in der Stadt unterwegs. Ich verbarrikadiere mich nicht im Rathaus, sondern versuche, viele Gespräche zu führen und eben nicht nur mit den vermeintlich wichtigen Leuten, sondern auch mit den wirklich wichtigen, und das sind auch die Kinder und Jugendlichen. Das ist ganz toll. Ich habe das heute Morgen auch erlebt am Bahnhof. Da habe ich Croissants verteilt und da sprachen mich wirklich so 10-jährige Mädchen an und sagten, ich würde bestimmt eine ganz tolle Oberbürgermeisterin. Das fand ich ganz klasse. Da habe ich gedacht, das ist ja toll, dass die mich schon kennen und wahrnehmen. Ist ja super, wenn das die Großen auch machen, das ist ja nicht schlecht, ne? Ja, wir kennen ja uns aus der Zeit, aus dem Bundestag, als Sigi Ehrmann auch in der Kulturpolitik zuständig war. Was hast du aus der Kulturpolitik ja für dich mitgenommen, auch für Krefeld? Was ich beim Sigi gelernt habe und was ja auch eure gemeinsame Arbeit im Bundestag war, ist das Thema der sozialen Situation der Künstlerinnen und Künstler und der Kreativwirtschaft im Ganzen. Das ist jetzt vielleicht nicht in allererster Linie ein kommunalpolitisches Thema, aber jetzt gerade ganz aktuell sicherlich in der Corona-Pandemie auch. Wir haben in Krefeld gerade einen kommunalen Nothilfefonds für die freie Kulturszene über 250.000 Euro gespannt. Das ist für eine Stadt, die noch in der Haushaltssicherung ist, wirklich ein großer Kraftakt gewesen. Wir wissen auch, dass das vorne und hinten nicht reichen wird, aber es ist eine ergänzende Maßnahme zu dem, was Bund und Land machen, und vor allem ein starkes Signal, dass die Stadt die Leute nicht alleine lässt, dass sie uns wichtig sind. Zudem sind wir noch gewillt, eine Großveranstaltung der lokalen Kulturszene zu unterstützen und da ein Ausrufezeichen zu setzen. Das ist sicherlich auch nochmal etwas, was aus dieser Zeit bei mir hängen geblieben ist, dass man da jetzt ganz besonders anpacken muss, was das angeht. Und ansonsten ist in der Kulturpolitik eigentlich mein Hauptthema der insbesondere auch sozial barrierefreier Zugang zur Kultur. Mhm. Also es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen Kultur interessiert sind, dass sie Kultur schaffen werden. Und wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass das alles nur über die Schulen und nur über die Elternhäuser gelingt. Und deswegen haben wir zum Beispiel für die städtischen Museen, für unsere Bibliothek den Eintritt für Kinder und Jugendliche generell bis 18 Jahren erlassen. Die müssen gar nichts mehr zahlen, weil wir eben gerade diejenigen, bei denen es eben dann doch auf jeden Euro ankommt, bei denen wollen wir keine Hürden setzen, sondern wir wollen sie ganz bewusst in die Einrichtungen reinholen. Wir haben die kulturpädagogische Arbeit ausgebaut. Das alles zahlt auch dauerhaft auf ein gutes und möglichst sozial auch sehr breit aufgestelltes Publikum in der Stadt ab. Und ich glaube, das ist eine gute Verbindung von einer sozialen Verantwortung, einem Bildungsverständnis, was über formale Bildung hinausgeht, und auch einer guten progressiven Kulturpolitik. Das entspricht ja genau dem sozialdemokratischen Credo, Kultur ist Lebensmittel und Kultur für alle. Ich finde das ganz toll, wie du das hinkriegst, auch in einer Sicherungskommune. Das ist ja das, was uns beide bewegt, hier in Mülheim und in Krefeld. Wie siehst du denn da die weitere Entwicklung? Wie können wir da weiter mit umgehen? Wie gehst du mit dem Regierungspräsidium um, was natürlich solche Dinge immer sehr kompliziert macht? Ja, wir haben die Situation, dass wir 2014 noch ein Haushaltsdefizit von 80 Millionen hatten. Das ist beim Haushaltsvolumen von 900 Millionen schon eine Hausnummer. Wir haben das in einem Haushaltssicherungskonzept bis 2020 auf null gefahren. Wir sind in der Planung für dieses Jahr positiv. Ich rede allerdings jetzt immer von dem Stand vor. Ohne Corona, ne? Wir haben eine ohne jede Beanstandung ausgestellte Genehmigung der Regierungspräsidentin für unser Haushaltssicherungskonzept bekommen. Wir haben mittlerweile auch seit 2017 im Ergebnis positive Zahlen. Das heißt, wir haben in einer wirklich großen Kraftanstrengung unser Haushaltssicherungskonzept bisher sehr erfolgreich umgesetzt. Und das gibt einem dann bei der Aufsicht natürlich auch Spiel. Also wenn die sehen, dass wir das hier ordentlich machen, wir haben das mit breiten politischen Mehrheiten hinbekommen, dann sagt die Bezirksregierung auch nichts, wenn man zum Beispiel solche Sachen macht wie die Gebührenbefreiung für Kinder und Jugendliche.
von der wir auch glauben, dass sie langfristig sich positiv auswirkt, weil wir nämlich insgesamt mehr Leute in die Einrichtung bekommen. So furchtbar teuer ist das gar nicht. Man muss das aber einfach mal wollen und das Risiko eingehen. Ja, und jetzt stehen wir natürlich wie alle Städte in der Situation, dass wir ohne die Hilfe des Landes und des Bundes diese Corona-Folgen nicht finanziert kriegen werden. Ich bin froh, dass Olaf Scholz sich da für die Kommunen klar positioniert hat und da was auf den Weg bringt und erwarte eigentlich, dass Herr Laschet da irgendwann mal nachzieht. Also Finanzierungshilfen, die wir jetzt kriegen, die sind gut und schön, die helfen auch im Moment, aber das alleine kann es natürlich nicht sein, weil die Kosten für alles Mögliche am Ende bei uns hängen bleiben und das ist für die großen Städte an Rhein und Ruhr, das gilt ja für die Ruhrgebietsstädte, für Mülheim halt auch, genauso wie für uns. Wir sind finanziell schwer angeschlagen über viele Jahre. Wir haben die Altschuldenproblematik, die aufgrund der Zinsen im Augenblick nicht so durchschlägt, aber die natürlich immer um die Ecke lauert. Also gemeinsame Kraftanstrengung ist notwendig. Und ich finde es auch schade. Also wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben. Wir haben sehr hart gearbeitet, um uns aus dieser Finanzkrise rauszuarbeiten und da jetzt wieder zurückgeworfen zu werden. Das wäre bitter für alle Beteiligten. Ja, ich wundere mich auch, dass Herr Laschet, wenn er Bundeskanzler werden will, sich nicht auch für die Altschuldenregelungen einsetzt, die Olaf Scholz vorgeschlagen hat für die Kommunen. Denn ich sag mal, das ist sein Bundesland, was mit besonders drunter leidet. Also, wenn man sich die 70 Städte anguckt, die dieses Bündnis für die Würde der Städte gegründet haben, sind ja sehr viele in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es müsste ja eigentlich in seinem Interesse sein. Kannst du dir erklären, warum er da so sich zurückhält? Mein Eindruck ist, dass er es in der CDU und auch mit der CSU nicht durchbekommt und sich nicht an die Seite seiner Kommunen stellt, weil er Angst hat, dann am Ende als Verlierer vom Platz zu gehen. Damit hat er sich aber entschieden, schon von vornherein der Verlierer zu sein. Denn wer nicht kämpft, hat schon verloren. So ist es. Ich erwarte von einem Landesvater im besten Sinne, dass er sich für die Interessen in Nordrhein-Westfalen einsetzt. Nordrhein-Westfalen ist das Land der Städte. Die meisten Menschen leben bei uns in den großen Städten und das ist so ungerecht, aber das hat sich ja auch schon in der Veränderung der Kommunalfinanzierung der letzten Jahre deutlich erkennbar gemacht. Die Landesregierung hat den kommunalen Finanzausgleich verändert, mit dem Ergebnis, dass ganz arme Städte wie Münster, Bonn oder der ländliche Raum große Vorteile erfahren haben, während Städte wie zum Beispiel Gelsenkirchen am Ende weniger Geld bekommen haben. Und das kann ja nicht das Verständnis von einem gerechten Ausgleich in Nordrhein-Westfalen sein. Also es gibt Städte, die haben unglaubliche soziale Lasten zu schultern. Die geben sich unglaublich viel Mühe. Und gerade da bräuchten wir doch mehr Unterstützung. Wir müssen doch in Städten wie, ich will jetzt gar nicht andere nennen, auch hier in Krefeld in Stadtteilen mit 50% Kinderarmut. Da muss ich doch mehr in die Schulen tun, muss ich mehr in die Kitas bringen, um den Leuten eine Perspektive zu geben. Das ist auch volkswirtschaftlich auf Dauer sinnvoll. Das ist mein Verständnis von Gerechtigkeit. Das geht aber nur, wenn die betroffenen Kommunen auch eine ordentliche Finanzgrundlage haben. Wir wollen ja keine Schlösser für irgendjemanden bauen. Wir wollen Schwimmbäder bauen, wir wollen Schulen bauen, wir wollen Kitas bauen, wir wollen ein starkes Gesundheitsamt haben, was bei Corona hilft. Und da kann aus meiner Sicht der Ministerpräsident und die Regierungsparteien in Nordrhein-Westfalen sich nicht in die Büsche schlagen. Da erwarte ich deutlich, deutlich mehr. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Auch wir in Mülheim, das immer als reiche Stadt gilt, haben natürlich auf der einen Seite die Bürger, die ein gutes Einkommen haben, aber vielleicht auch nicht die Steuern zahlen, die man vielleicht erwartet. Und auf der anderen Seite haben auch wir 27% Kinderarmut. Wenn man dann überlegt, dass der Bundesdurchschnitt, und da sind ja auch reiche Kommunen mit dabei, bei 21% liegt, dann kann man sich vorstellen, wie die Aufgaben sind. Und das geht nur, indem wir so einen Altschuldenerlass bekommen und indem wir natürlich auch die Unterstützung genau für die gute Bildung bekommen. Denn nur die gute Bildung schafft ja die Möglichkeit, dass die Kinder dann eben auch in Zukunft auf eigenen Füßen stehen und nicht schon eine Hartz-IV-Karriere vorprogrammiert ist. Ne? Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Wir haben ja ähnliche Themen in Mülheim und in Krefeld. Ihr habt ja auch Probleme mit dem Innenstadtbereich und du hast angefangen, da ja einige Schritte zu machen. Ich weiß, dass es bei euch auch eine große Diskussion darum gibt. Gibt es bei uns auch. Wir würden gerne einfach mal von dir hören, auf welche Schritte du dich bewegt hast. Denn es muss ja irgendwo herkommen, wenn die U16 dich schon mal mit Mehrheit wählen würden. Da ist ja die Innenstadt sicherlich auch ein Thema. Also die Krefelder Innenstadt leidet darunter, dass bei uns das Wohnumfeld der Innenstadt ein prekäres ist. Es gibt ja auch durchaus Städte, wo die Innenstadtlagen die begehrtesten Wohnlagen sind. Das ist bei uns aufgrund
der Bausubstanz, den Das ist ja bei uns ähnlich, ja. Kriegslücken, die es teilweise immer noch gibt, ist das in der Tat ein Problem. Zu nennen haben wir die Drogenszene mitten in der Innenstadt. Wir haben das Problem der Obdachlosigkeit, das sich in der Innenstadt leider auch Bahn bricht. Was wir gemacht haben, ist, dass wir als Verwaltung mit der Politik ein Konzept, das sich Helfen und Handeln nennt, aufgelegt haben, wo wir eine gemeinsame Arbeitsgruppe des Ordnungsdezernenten und des Sozialdezernenten eingerichtet haben, wo wir sagen, wenn Leute sich völlig daneben benehmen, also in der Öffentlichkeit urinieren und noch ganz andere Dinge machen, rumpöbeln, das sind Dinge, die man bei allem Verständnis für die schwierige Lebenslage und Krankheitsbilder dieser Menschen, die man da aufbringen kann, aber es gibt halt Grenzen und da muss man auch ordnungsbürgerlich handeln. Also weil Menschen krank sind, alkoholkrank sind, haben die trotzdem nicht das Recht, andere durch ihr Verhalten zu verdrängen, weil die Stadt allen gehört. Das heißt, ja, ordnungsbehördliches Handeln und auf der anderen Seite aber auch soziale Verantwortung und sozialpolitisches Helfen. Wir haben einen Katalog mit zahlreichen Maßnahmen erarbeitet, die alle in der Umsetzung sind oder bereits umgesetzt sind. Wir haben auch durchaus eine Reihe von Erfolgen. Es fängt an bei längeren Öffnungszeiten eines Cafés, wo Drogenabhängige mal abschalten können. Das geht über Reinigungsintervalle, kleinere städtebauliche Maßnahmen, mehr Sozialarbeiter auf der Straße und solche Dinge, aber auch mehr Ordnungskräfte. Ja, müssen aber in der Zwischenbilanz sagen, wir haben mit den Maßnahmen noch nicht das erreicht, was wir erreichen wollten, sondern müssen jetzt den nächsten Schritt gehen, was wir jetzt gerade gemacht haben, über die Möglichkeiten, die Hubertus Heil uns gegeben hat, Langzeitarbeitslose über geforderte Maßnahmen einzusetzen, haben wir ein Programm entwickelt, wo wir mit sozialen Trägern, das sind kleine Wohlfahrtsverbände, eher lokale Organisationen, haben wir sogenannte Quartiershausmeister ins Leben gerufen. Das sind Leute, wie gesagt, die lange arbeitslos waren, die aber was leisten wollen und die auch was leisten können, die auch gebraucht werden. Und die arbeiten im Zusammenhang mit diesen Trägern in einzelnen kleineren Stadtformen, in Quartieren, auch als Quartiershausmeister in ihrer Kleidung zu erkennen und die sollen da einfach nach dem Rechten gucken, wo was kaputt ist, mit den Leuten ins Gespräch kommen, zeigen, wo man Hilfsangebot bekommt und das lässt sich bisher sehr gut an. Das zeigt auch, dass man Leute, die lange arbeitslos waren, nicht abschreiben sollte. Da gibt es eine ganze Menge Menschen, die mit einer kleinen Unterstützung dann einen richtigen Beitrag leisten können, die wertvoll für unsere Gesellschaft sind, die dafür auch ordentlich Geld kriegen sollen. Und es hilft uns in den Quartieren. Das sind keine Sozialarbeiter auf der Straße, aber es ist ein guter Schritt. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Bündel von Maßnahmen jetzt auch bei der Innenstadt weiterkommen. Dazu kommen natürlich städtische Investitionen. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir haben eine konzertierte Aktion gegen die Eigentümer von Schrott- und Problemimmobilien Da würde ich vorgenommen. Das heißt, gerne wir haben noch eine mal was Task von dir hören. Das wollen wir ja auch gerne machen. Ja, erzähl wir haben eine mal. Taskforce gebildet mit Bauverwaltung, mit der Staatsanwaltschaft, der Polizei, dem Zoll, Ausländerbehörde, Ordnungsamt und allen, die damit zu tun haben. Wir machen unangekündigte Razzien und haben es so geschafft, dass wir, was auch in Teilen der Innenstadt ein Problem war, die Wohnungsprostitution erfolgreich zurückdrängen konnten. Jetzt nicht aus grundsätzlich ethischen Gründen, dass wir sagen, Krefeld soll eine prostitutionsfreie Stadt sein, aber wir wenden uns ganz klar gegen illegale Prostitution, die unfassbar ausbeuterisch gegenüber den betroffenen Frauen ist. Das sind ganz schlimme Geschichten, die sich dahinter verbergen. Aber auch sind solche Wohnungsbordelle dazu geeignet, ganze Straßenzüge runterzureißen. Und wenn das auf eine Innenstadt abstrahlt, hast du ein Problem. Wir haben aber auch andere Häuser, die im dramatischen Zustand sind, so uns angucken können und dann auch Maßnahmen einleiten. Wir haben bundesweit als erste Kommune mit dem LKA zusammen eine Aktion gegen organisierten Kindergeldbetrug gemacht. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, das ist ein bisschen Ermittlung 4.0. Wir haben datenschutzkonform verschiedene Meldedaten von Behörden zusammengebracht. Wir können so kriminelle Netzwerke, die international arbeiten, identifizieren. Wir haben mit der Aktion in Krefeld alleine 800.000 Euro in 3 Tagen an Boah, Betrugsumfang boah, hochgehen das lassen ist wirklich können. viel. Überwiegend zu Lasten der Bundeskindergeldkasse, aber natürlich auch mit Auswirkungen auf die Kommune finanziell und eben auch was Gebäude und Menschen angeht. Das Land würde, glaube ich, auch mit anderen Kommunen sehr gerne zusammenarbeiten. Ich stelle unseren Erfahrungsschatz, den wir da aufgebaut haben, gerne anderen zur Verfügung, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man das machen muss. Auch da sind
arme Menschen aus Rumänien und Bulgarien, überwiegend die Opfer, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hier unter unwürdigsten Verhältnissen nicht wohnen, sondern gehalten werden und die mit ihren Daten und ihrer Person dann genutzt werden, um Sozialleistungen zu erschleichen. Und mit diesem System, was das Land mit uns da entwickelt hat, ist man in der Lage, die Hintermänner zu kriegen. Und da habe ich viel Freude dran, weil das sind diejenigen, denen man das Handwerk legen Das muss. ist Und wahr, die Hintermänner braucht man ja. so entsteht ein Bündel von ganz, ganz vielen Maßnahmen, die geeignet sind, einer Innenstadt, die schwer angeschlagen ist, zumindest ein bisschen wieder auf die Beine zu helfen. Und das wollen wir weiterentwickeln, sodass die Leute am Ende auch wirklich stolz auf ihre Innenstadt sein können. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Du möchtest ja auch gerne eine grüne Stadt haben. Wie stellst du dir das vor? Ja, ich glaube, alle Kommunen haben sich mit Recht dem Thema des Klimaschutzes verschrieben. Ich meine, mit dir und deiner Biografie kann man ja Mülheim wirklich nur gratulieren, dass dann da hoffentlich bald jemand an der Stadtspitze steht, die das wirklich verstanden hat und die das umsetzen kann. Also da auch schon alleine dafür schon ganz viel Erfolg, darf ich dir wünschen. Aber was wir machen, ist, dass wir gesagt haben, die Hauptthemenfelder, wo wir als Kommune wirklich was bewegen können, ist sicherlich das Thema der Mobilität und des Verkehrs. Da sind wir gerade bei. Wir sind mit Bürgerbeteiligung in der Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes. Wir nutzen da gerne auch die Unterstützung der AGFS, der Arbeitsgemeinschaft der Fußgänger- und fahrradfreundlichen Städte in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich das große Vergnügen, Vorsitzender des Präsidiums zu sein. Ach, Das das ist ist ja eine schön. von Krefeld aus begründete Organisation. Und es ist so ein bisschen Tradition, dass der Oberbürgermeister Krefelds auch Präsident dieses Vereins ist. Mittlerweile sind wir mit gut 90 Kommunen in Nordrhein-Westfalen Ach, da toll. zusammengeschlossen. Ich kann immer nur alle einladen, da mitzumachen. Das hat unglaublich viele Vorteile. Das ist ein starkes Netzwerk. Wir sind gerade dabei, über die AGFS im Land dafür zu werben, nochmal eine bessere Förderung für Radverkehrsmaßnahmen, Das Fußgängerverkehrsmaßnahmen habe in ich den ja auch Städten zu auf die auf den Plan geschrieben, ja. bringen. Ja, das ist wichtig, denn wenn das Land ein Fahrradgesetz macht, was am Ende bedeutet, dass wir in den Städten bei euch genauso wie bei uns eine Verzweieinhalbfachung des Fahrradverkehrs hinkriegen müssen, dann brauchen wir auch die Radwege dafür. Wie können Kommunen, und jetzt komme ich wieder zu den Finanzen zurück, die am seidenen Faden mit ihren Finanzen hängen, aber kaum leisten, also auch da, wenn Herr Laschet sein Fahrradgesetz umgesetzt bekommen möchte, braucht er auch Kommunen, die das können. Und wir würden das gerne machen. Da sind wir mit dem Verkehrsministerium als Verband im Gespräch. Und je mehr Städte da mitmachen und je mehr Städte sich da auch aktiv einbringen, umso besser. Das Ziel ist, dass wir privilegierte Radverkehrsachsen durch Krefeld ziehen, dass man von den Stadtteilen in die Innenstadt kommt, die sich dann darunter vernetzen können. Wir bauen eine Fußgänger- und Fahrradpromenade quer durch die Stadt, ganz vom Osten, also direkt am Rhein in Uerdingen, bis in den Westen. Wir wollen diese Radachse mit dem RS1, der durchs Ruhrgebiet bis Der Duisburg kommt ja läuft. genau bei zu uns dann auch. Also Genau. der läuft durch Mülheim und wir würden ihn gerne verlängern, ja. Genau. Und er soll dann von Duisburg aus nach Krefeld über den Rhein kommen, dann durch das Krefelder Stadtgebiet. Und wir sind sehr engagiert in der Regio Rhein-Maas-Nord, also in der Zusammenarbeit auch mit den Kommunen in den Niederlanden, und wollen diesen Radweg dann weiterziehen bis Venlo. Und Venlo ist unsere Partnerstadt. Und mein Traum ist ja, dass es einen hochleistungsstarken Radweg gibt, der von Berlin über das Ruhrgebiet, über den Rhein nach Krefeld und von Krefeld zu unserer Partner- und befreundeten Stadt Venlo und dann weiter bis Den Haag läuft. Sodass man mit dem Fahrrad privilegiert von Berlin bis Den Haag fahren kann. Dann würde man das große Europa mit dem Fahrrad verbinden und wir könnten unsere Partnerstadt Venlo quasi als Brückenschlag über die Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland nehmen. Das fände ich von der Symbolik her sehr schön, das wäre aber auch für viele Leute sehr praktisch. Wir haben jetzt das erste Teilstück unserer Promenade, so wie wir das nennen, eingeweiht, mit einer großen Begeisterung bei der Bevölkerung. Da kriegt man eine Idee, wie toll das sein kann. Und darüber verändert man auch Mobilität in der Stadt. Das ist ja Das hier in andere Mülheim Thema, auch was ein wir. ganz wichtiges Thema, dass der RS1 ist ja sehr attraktiv, wird auch sehr viel genutzt, ist ja seit einem Jahr in Betrieb. Und wir haben sogar jetzt Wochenendtouristen, die hier im Hotel übernachten, weil sie eben gerne diese Strecken fahren wollen, ne? Und das ist ja schon ganz toll. Und ich würde natürlich gerne bis zu dir und nach Venlo fahren, weil Venlo ist ja, hat ja schon sehr viel zu Cradle to Cradle gemacht, neues Rathaus gebaut. Und Genau, deswegen genau. würde das natürlich wunderbar sein, wenn man da von hier aus durchfahren kann, ne? Das ist der Plan. Und Cradle to Cradle ist genau das andere Stichwort. Wir sind ja als Stadt einer der größten Immobilieneigentümer. Und daraus ergibt sich natürlich auch eine Umwelt- und Klimaverantwortung.
die ist in der Vergangenheit auch aus finanziellen Gründen nicht so ausgeübt worden, wie man das eigentlich sollte. Wir haben das aber geändert und die Diskussion ist auch schon etwas länger als die jetzt aktuelle Klimadiskussion, die wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren haben. Wie gesagt, Venlo mit dem unfassbar coolen Rathaus, was die haben, sind da der Vorreiter. Wir haben auch wieder über unsere Euregio, also auch mit europäischem Geld, ein Städtenetzwerk gegründet mit Mönchengladbach, dem Kreis Viersen, der Stadt Venlo und der Stadt Krefeld. Das nennt sich Healthy Building Network, wo wir uns gemeinsam stark und schlau machen wollen, wie man ökologisch gesund sinnvoll baut als öffentliche Hand. Ich bin mit meiner Hochbauverwaltung nach Venlo gefahren. Wir haben einen Workshop in dem Venloer Rathaus mit den Kollegen gemacht, die wir ja gut kennen. Also ein Mitarbeiter des Bürgermeisters von Venlo arbeitet hier bei mir im Büro mit. Einmal die Woche ist er hier, weil er so viel mit Krefeld zu tun hat, dass er sagt, es ist für ihn einfacher, wenn er direkt hier sitzt. Und das zeigt so ein bisschen, wie eng das ist. Wir tauschen Verwaltungsmitarbeiter aus, machen gemeinsame Praktika. Und toll, so. Das ist ja klasse. Und diese Baugeschichte. Da können wir gleich hier weitermachen dann. Ja, und die sind aber auch offen, wenn andere kommen. Also ja. Die sind da jetzt nicht privilegiert als ja. Partnerstadt. Mhm. Wir sind da, wie gesagt, mit dem gesamten Hochbau gewesen und ich habe das gesehen, wie unsere Architekten und Ingenieure leuchtende Augen hatten. Jetzt nicht nur alleine, was dieses Prestigegebäude des Rathauses da angeht, sondern das kann man ja auch über andere Gebäude ziehen. Und wir haben jetzt ganz aktuell im entsprechenden Fachausschuss als Verwaltung ein Papier vorgelegt, wo wir neue Standards des ökologisch gesunden Bauens für die Stadt Krefeld ab sofort definiert haben. Wo wir sagen, alles, was wir verbauen, muss recycelbar sein, Gebäude müssen rückbaubar sein, wir müssen Kenntnis darüber haben, welche Baustoffe das im Einzelnen sind. Die Venloer haben ja sogar luftreinigende Fußböden. Ja. Also wirklich ein hoher Ansporn. Wir versuchen das, man kann das auch aus rechtlichen Gründen nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, aber soweit es geht, tun wir das. Wir wissen, dass die Investitionskosten etwas höher sind, aber die langfristige betriebswirtschaftliche Betrachtung für die Stadt auch ökonomisch sinnvoll ist. Ja, ja. Also Venlo hat ja ausgerechnet, dass sie letztendlich 15% weniger innerhalb von 20 Jahren bezahlen. Ne? Ja, die Restwerte in die Finanzierung reingebracht. Genau. Das hat ja ziemlich schlau gemacht. Ja. Ja, und wir sind gerade dabei, viele Kitas neu zu bauen. Wir haben ein sehr umfangreiches Schulsanierungsprogramm in der Umsetzung. Wir gehen jetzt nicht an die Maßnahmen dran, die schon durchgeplant sind, aber alle Neuplanungen tragen jetzt diese Handschrift. Und damit werden wir hoffentlich auch unserer Vorbildfunktion für private Bauherren gerecht. Das ist natürlich eine super Geschichte. Wenn ihr sowas schon habt, würden wir das natürlich gerne kopieren, denn man muss ja nicht alles neu erfinden. Man kann ja so einen Leitfaden oder was auch immer ihr da habt, dann auch gerne übernehmen. Und dann kann man sagen, ja, Krefeld macht das, Venlo macht das, warum kann das Mülheim nicht auch? Ist doch super. Das wäre doch klasse. Das finde ich richtig super. Das sieht man auch. Ich bin ein Riesenfan dieser euregionalen Zusammenarbeit. Ja. Wie spannend das sein kann, mit den Niederländern zusammenzuarbeiten. Ja. Also nicht nur, dass das einfach Spaß macht, sondern dass das auch wirklich zählbare Erfolge auf beiden Seiten bringt. Ja, weil es ja auch andere Herangehensweisen sind, die auch dann einfach den Total. Mindset öffnen, natürlich. Das ist das Tolle eigentlich, ne? Ja, das finde ich richtig toll und da freue ich mich natürlich auch sehr auf eine Zusammenarbeit. Ich möchte ja auch gerne im großen Bereich hier zusammenarbeiten. Ich meine, wir sind hier im Ruhrgebiet 5,1 Millionen Einwohner, die jetzt auch das Ruhrparlament wählen. Wir sollten doch daraus was machen und nicht jeder seine Kirchturmpolitik, sondern wirklich voneinander lernen, die Dinge, die gut sind, einfach übernehmen. Man muss ja nicht, wie gesagt, alles neu erfinden. Und ich würde mich da sehr freuen, wenn wir da auch nach der Wahl gemeinsam dran arbeiten könnten. Auch. Was sind denn deine Akzente, gerade was das Thema Klimaschutz und ökologische Verantwortung in der Kommune angeht, was du da in Mühe machen möchtest? Ja, also wir haben ja natürlich einmal das Thema Innenstadt, auch da etwas voranzubringen, ähnliche Themen wie du mit Problemimmobilien, aber auch zum Beispiel mehr Grün in die Stadt zu bringen. Die Frage Mobilitätsstandorte und wo man eben umsteigen kann, vom Fahrrad auf den öffentlichen Nahverkehr, wo es dann eben auch vielleicht Rufbusse gibt in Stadtteile, die schlechter erschlossen sind, wo wir eben die Radwege auch eben besser vernetzen. Das ist ja im Moment auch so, dass sie teilweise abgehackt sind, dass wir auch im Innenstadtbereich bessere Radparkmöglichkeiten schaffen. Das ist ja im Moment auch noch nicht der Fall. Wir müssen da sicherlich auch mit der Ruhrbahn, mit der wir zusammen mit Essen sind, auch versuchen,
noch besser hier für Mülheim etwas zu erreichen, weil Essen hat da schon sehr viel, was wir in Mülheim noch nicht haben. Also das sind alles Themen. Dann wollen wir das Grün erweitern. Also wir haben im Moment einen Anteil von 73% Grün in der Stadt, wollen auf 86% kommen. Das schließt aber ein, wenn wir zum Beispiel jetzt Gewerbegebiete entwickeln oder renutzen, die jetzt sozusagen aufgebraucht sind, dass wir auch da eine Begrünung und eine Artenvielfalt mit vorsehen. Auch das sind ja Konzepte, wo man einfach mehr Grün in die Stadt bringen kann. Und man sieht ja die Temperaturunterschiede in den Bereichen, wo wir nur Stein haben und wo wir auch ein Mikroklima durch Bäume oder durch Grün haben. Das sind ja teilweise 10 Grad Unterschiede. Und da wollen wir eigentlich auch etwas machen. Und ja, ich hoffe, dass wir da die Bürger auch mitnehmen, dass wir einfach dieses Engagement, was es in dieser Stadt gibt, da gibt es ja wahnsinnig viele Bürger, die auch engagiert sind, dass wir die auch mit dazu bewegen können, zum Beispiel auch die Steingärten zu reduzieren. Ja, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die jetzt aus Praktikabilitätsgründen irgendwie Steingärten angelegt haben, aber das Klima ist dort eben auch sehr viel heißer, als wenn man dort eben eine bunte Wiese für ja, Bienen und Insekten hätte. Ne? Auch das ist so ein Thema. Das sind genau die Themen, die wir hier auch haben. Wir gehen jetzt auch so weit, dass da, wo wir städtische Flächen vergeben an Dritte, dass wir neben dem Preis auch die Frage, was machen die denn da eigentlich baulich da dran hängen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Ausschreibung für einen neuen Einzelhandel zurückgeholt vor dem letzten Ratsbeschluss und haben dann gesagt, nein, wir haben jetzt im Juli ein Klimaschutzkonzept für die Stadt beschlossen, Klima 2030. Da stehen Kriterien auch fürs Bauen drin. Und wir möchten, dass diejenigen, die von uns Flächen kaufen, um die zu nutzen, auch unsere Kriterien zu anwenden. Auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich eine dramatische Flächenknappheit haben. Ja, das haben wir auch, genau das Gleiche. Also wir müssen mit der Fläche auskommen, die wir haben. Und dann ist jeder Quadratmeter, der versiegelt wird, wenn er versiegelt werden muss, dann muss man ihn aber so verantwortlich versiegeln, wie es eben geht und auch eine entsprechende Forderung an den Verkauf binden. Und das machen wir jetzt sehr konsequent. Und ich hoffe, dass das dann auch am Ende ein spürbarer Beitrag ist, dem Klimawandel entgegenzutreten, wobei wir ja jetzt schon dramatische Kosten bei den Klimafolgen haben. Das ist der Wir Punkt, reden ne? ja Wenn nicht man von allein an Wasser 2050, denkt, wir reden ne? von 2020. Dass wenn man Ja, allein an aber. die Wasserknappheit denkt, ne? Wenn man an die Bäume denkt, die dabei eingehen, ne? Also das ist ja alles, das sind ja alles Konsequenzen und Bäume sind ja andererseits wichtig fürs Klima, ne? Also wir haben jetzt gerade so eine kleine Aktion gemacht, überhaupt Wassersäcke zu verteilen, damit Leute vielleicht Patenschaften übernehmen, weil es ja dramatisch ist, was da im Moment passiert. Wir sind nicht wieder bei dem Aurelio-Projekt, das nennt sich Treemania, wo wir mit Hochschulen und Unternehmen aus der Region und eben auch der Stadt Krefeld als einem Projektpartner die Digitalisierung zur Baumbewässerung nutzen. Sehr Wir gut. gehen mit der Sensorik, gehen wir an die Wurzel und bekommen so Daten, wie die Bewässerung der Bäume sich in der Nahrungsaufnahme der Bäume auswirkt, um so zielgerichteter die Bäume, die wir in der Stadt haben, bewässern zu können. Da haben, auch unser Kommunalbetrieb, der dafür zuständig ist, hat als Vorstand jemanden, der in seinem ersten Berufsleben mal Gärtner gelernt hat. Ach, wie schön. Und man merkt, wie der aufgeht bei dem Thema, welche Möglichkeiten das schafft. Also das ist halt jetzt noch auf der Forschungsebene, aber wir wollen da mitmachen, weil eben die Frage der Bewässerung der Stadtbäume, das ist eine der ganz dramatisch wichtigen. Und ich setze mich sehr gerade für die Stadtbäume ein, weil du hast es gerade gesagt, für die Ja. Verschattung ja unglaublich wichtig sind. Aber ich finde auch die Leute, die keinen Garten hinterm Haus haben, haben Anspruch darauf, dass sie einen Grün wenigstens in der Straße haben. Es trägt auch zum Stadtklima an sich Ja, bei. genau. Und Das insofern auch Mikroklima wird das. einfach besser dadurch, ne? Ja, und genau. Und auch wenn es die teuersten Bäume sind durch Leitungsschutz und was man da nicht alles machen muss, dann sind das auch die mit Abstand wichtigsten. Ich finde das super. Ich würde das Band, was wir jetzt aufgenommen haben, gerne auch der Verwaltung geben. Dann können wir nämlich gleich die Dinge übernehmen. Das ist ja toll, wenn man schon jemanden hat, der es schon gemacht hat, dann dass nicht immer gesagt werden kann, nee, es geht alles nicht. Das hört man ja doch des Öfteren. Sag mal, ein letztes Thema, was ich mit dir noch ansprechen wollte. Hast du in Krefeld schon Erfahrung und wie gehst du damit um? Mit der Frage der Demokratiemüdigkeit, des sozusagen Auseinanderfallens von Gesellschaft oder wie geht ihr damit um? Das ist natürlich
eine ganz, ganz große Herausforderung. Also was wir machen und was ein Punkt jetzt auch in meinem Wahlprogramm ist, ist die Idee, eine Beteiligungsagentur zu gründen, die so quasi eine Art Mediatorenfunktion zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft einbringen soll. Weil wir feststellen, dass selbst bei gut gemeinten Bürgerbeteiligungsformaten am Ende oft eine Frustration bei den Beteiligten Stimmt. zurückbleibt, weil man wirklich mit bester Überzeugung und bestem Willen einfach aneinander vorbeigeredet hat. Ja. Weil Bürgerinnen und Bürger die Prozesse oft nicht kennen und Politik oft ignoriert, dass Bürgerinnen und Bürger die Prozesse nicht kennen. Das ist schon das gleiche Problem von beiden Seiten, weil das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Element. Wir sind gerade dabei, ein historisches Gebäude, was wir haben, ein altes Schwimmbad aus der Kaiserzeit, was aber seit 20 Jahren mehr oder weniger ungenutzt vor sich hergegammelt hat. Das wollen wir reaktivieren, nicht unbedingt als Schwimmbad. Es ist ein riesiges Areal von 8000 Quadratmetern mit einem unglaublichen Potenzial in der südlichen Innenstadt, einem eher migrantisch geprägten Teil. Und dort hat sich eine Bürgerinitiative gegründet von Leuten so zwischen 30 und 50 überwiegend, die da oft selber noch schwimmen gelernt haben. Und die sagen, wir wollen diesen Stadtraum mitprägen. Die machen Beteiligungsformate, die laden Leute dahin ein. Wir wollen dort so eine Keimzelle bürgerschaftlichen Engagements für die Stadtentwicklung und die Stadtkultur entstehen lassen. Das heißt also, eine Antwort auf die Demokratiemüdigkeit ist eine ernsthafte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Ich lege sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit mit unserem Jugendbeirat. Wir haben seit vielen Jahren sehr konstant, auch über personale Wechsel, tolle junge Leute, die sich im Jugendbeirat der Stadt Krefeld engagieren. Da gibt es auch zwei Mitarbeitende der Stadtverwaltung, die die pädagogisch begleiten, weil es nicht hilft, die jungen Leute sich selber zu überlassen. Die machen tolle Sachen. Die engagieren sich gegen Faschismus und gegen Rassismus. Die machen jugendgerechte Informationen vor Wahlen. Die haben jetzt auch wieder eine Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl organisiert. Auch ganz toll unter Corona-Bedingungen mit Livestream in die Schulen und allem drum und dran. Die sind sehr präsent. Wenn junge Leute sich an mich wenden, die irgendwas möchten, dann beziehe ich den Jugendbeirat gerne mit ein, weil die halt auch deren Sprache sprechen. Ich habe selber regelmäßige Besprechungen mit dem Jugendbeirat. Das ist mir wichtig, dass das nicht nur im Jugendhilfeausschuss versandet, sondern dass das bis in die Verwaltungsspitze auch wahrgenommen wird. Und ja, so kommt ein ganzes Bündel von Maßnahmen zusammen. Wir müssen aufpassen, dass wir die Migranten nicht in unserer Demokratie vergessen. Krefeld hat, und das würde in Mülheim wahrscheinlich nicht viel anders sein, Migrationsanteil von knapp 30% der Bevölkerung, je nachdem, wie man rechnet. Ich bin regelmäßig auch in den Moscheen zu Gesprächen, weil ich immer sage, ich bin auch euer Oberbürgermeister. Und mir ist das auch wichtig, was eure Themen sind. Das sind nicht immer einfache Gespräche. Ich gehe in die unterschiedlichen Kulturvereine, von den Portugiesen bis zu den Griechen. Hatte zuletzt ein sehr bewegendes Gespräch mit den Roma hier bei uns in der Stadt, die ja wirklich sehr stark als Volksgruppe per se nicht gut angesehen sind bei vielen. Und das mag ja in Einzelfällen mag es da auch schon mal problematische Menschen geben, aber da kann man nicht die ganze Volksgruppe für Gesamthaftung nehmen. Das würde ich als Deutscher für mich auch nie wollen. Und das ist wichtig, dass man mit den Leuten spricht und dass man die für die lokale Die Demokratie Diskussion habe ich hier auch gerade, genau, ja. gewinnt. Also aber das ist natürlich Laufarbeit, gar keine Frage, aber eine zusammengefasste, ernsthafte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe, interessante Projekte, wo Bürger sich einbringen können. Und gerade diejenigen, die oft hinten runterfallen, junge Menschen, aber auch Migranten, nochmal ganz besonders mitnehmen. Und ich glaube, das ist ein Mix, wo man schon eine Menge erreichen kann. Die AfD hat hier bisher noch nicht den Fuß so richtig auf den Boden bekommen. Ich hoffe, dass das am kommenden Sonntag auch wieder so ist, dass die AfD hier keine Rolle spielt. Wir haben auch in der Zeit der Flüchtlingsaufnahme 15, 16 hier keine größeren Schwierigkeiten gehabt. Wir haben allerdings mit den Leuten gesprochen. Wir haben zum Beispiel in einem Stadtteil eine Flüchtlingsunterkunft, ein Zelt, also so eine Traglufthalle, auf einen Schützenplatz gestellt. Das ist natürlich heikel, wenn man das für 2 Jahre macht. Wir haben aber für die Schützen einen provisorischen neuen Schützenplatz angelegt. Und die Schützen waren die ersten, die sich um die Flüchtlinge gekümmert haben, zusammen mit der katholischen Kirche direkt um die Ecke. Also das heißt,
Leute mitnehmen, dann kann man den Rattenfängern auch das Wasser abgraben. Ich hoffe, dass wir damit auch weiter gut durchkommen, denn in einem Land, wo die Treppen des Reichstages mit Reichskriegsflaggen gestürmt werden, das macht mir echt Sorge. Und das ist unsere Verantwortung. Geht mir auch so, ja. Da jeden Tag gegenzuarbeiten. Das geht mir ganz genauso und ich danke dir ganz herzlich für dein Engagement. Danke dir auch, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich denke, wir werden gerne von Krefeld lernen und werden gerne mit dir zusammenarbeiten, wenn wir denn die Möglichkeit haben, hier die Geschicke der Stadt zu leiten. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ich wünsche dir viel Erfolg am Sonntag. Aber wenn ich sehe, dass die Jugendlichen dich schon vor den Grünen wählen, dann kann das bei den Mittelalten und Älteren ja auch kein Problem sein. Also prima. Danke, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung zu dem Gespräch. Das, in der Form fand ich das jetzt wirklich klasse. Ich würde mich sehr freuen, wenn du gewählt wirst, weil ich glaube, dass du für die Regel der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister an Rhein und Ruhr eine ganz tolle Verstärkung wärst mit dem Know-how, was du mitbringst. Du hast ja schon gezeigt, dass du es kannst. Und bei dem, was du schon alles gerissen hast, glaube ich, dass das für Mülheim gut wäre, aber auch für die Zusammenarbeit von allen. Also toll, toll, toll. Und ich hoffe, dass wir uns dann ab November im Städtetag bei der Bezirksregierung und wo überall sehen. Alles, alles gut. Prima. Also ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Ne? Tschüss. Tschüss.